Ein weibliches Mitglied der Bildungsgruppe betritt die Partyzone. Die Betten sind allerdings schon belegt. Kurzes Selbstporträt im Partytrubel. Da filmt er ja wegen der Versorgungsengpässe, wie viel es knapp war, haben wir die Filmrollen auf doppelt belichtet. Dadurch sind zwar doppelt so viele Erinnerungen drauf, aber leider nur halb so gut zu erkennen. Egal. Trotz Doppelbelichtung gut zu erkennen, auch die Staatsmacht feiert mit. Die Kumpels waren in der Nähe stationiert und haben dann noch soldatisch durchgedrungen bis zum Zapfenstreich. Hier salutiert der Lange gerade mit einer Flasche Kirsch Whisky. Trotz Mangelwirtschaft, die Alkoholversorgung in der DDR hat eigentlich immer funktioniert.